Grüß Gott, mein Name ist Michael Pahl. Ich bin der Institutsleiter vom Blue Liners Institut in München. Dieses Institut beschäftigt sich mit Bewusstseinsforschung. Seit über 15 Jahren mache ich Bewusstseinsforschung in praktischer Art, dass sich Menschen zu ihrem eigenen Bewusstsein bringen kann oder zu ihrer Synchronität der beiden Gehirnhälften. Ich für meinen Teil, wie ich damals angefangen habe, konnte mir das eigentlich gar nicht vorstellen, dass es noch eine andere Welt gibt nach dieser logischen Welt. Diese intuitive Welt war mir damals verschlossen. Heute ist es mein Bestandteil. Alles, was Sie hier sehen, habe ich selber praktisch aufgebaut. Das ist der Punkt. Ich theoretisiere nicht gerne, sondern ich versuche es auf der praktischen Weise. Und das ist für mich ein Werkzeug. So wie ich damals die Zahntechnik gemacht habe und ich sie erlernt habe, so ist dieser Bereich, die Bewusstseinsreise, für mich ein praktischer Ansatz. Und genau dieser Ansatz brachte mich zu dem, wo ich heute stehe. Die Kreativität, die Möglichkeiten, die ich heute habe, sind weit, weit größer, wie ich sie damals gehabt habe. In der normalen, materiellen Welt habe ich Dinge dazu gelernt, die ich mir vorher so nicht vorstellen konnte. Wenn ich Geschäftspartner habe, ist es für mich möglich, dass ich sehe, wie der andere auf mich reagiert. Ich fühle und spüre es. Ich kann mich darauf einstellen, ob es für mich gut ist oder ob es nicht gut ist. Und wenn es nicht gut ist, dann lasse ich es einfach heutzutage. Wenn es interessant ist für mich, dann gehe ich gerne darauf ein, weil das ist ein neuer Weg für mich, eine neue Erfahrung. Und ich lasse mich einfach ein, weil ich währenddessen auch immer wieder intuitiv Erfahrungen kriege, wie der Weg weitergehen kann, wie er sich aufbaut, wie er weiter und weiter geht. Das ist der eine Aspekt, der auf unserer materiellen Welt ein wichtiger Aspekt ist. Kreativität, Ausgeglichenheit, Ruhe, auch Selbstbewusstsein, Klarheit zum Ausdruck zu bringen, das ist der eine. Der andere Weg, der für mich auch noch viel, viel interessanter geworden ist, der Weg der Bewusstseinsreisen. Dinge zu sehen, die ich so nicht sehen kann. Reisen zu machen, jetzt klingt es sehr, sehr abgehoben, außerhalb von Raum und Zeit, Dinge vielleicht Zugriff zu haben auf eine Akasha-Chronik, die ja da ist, die wir bereisen können und die wir nutzen können, indem wir Fragen stellen können und dann unsere Antworten kriegen von der geistigen Welt. Auch dieses Holosync 3D habe ich eigentlich von der geistigen Welt gekriegt. Ich fragte sie damals, wie ich zum Medium ausgebildet wurde, weil man mir gesagt hat, wenn du ein Medium werden willst, brauchst du 10, 15 Jahre, damit du das alles kannst. Ich bin diese 10, 15 Jahre nicht gegangen, sondern ich bin es schneller gegangen. Irgendwie habe ich den Zugriff gekriegt darauf und dadurch konnte ich dann in den Kontakt treten mit der geistigen Welt. Ich konnte sie fragen und konnte fragen, kann das eigentlich jeder medial werden? Und sie sagten, ja, es ist nichts Besonderes. Jeder Mensch hat es in sich und jeder Mensch kann den Zugriff darauf bekommen. Braucht man so lange Zeit? Nein. Es geht schneller, es geht da, wie sich der Mensch darauf einlässt. Aber er muss selber sehen, wie sein spiritueller Weg ist. Der spirituelle Weg ist der Weg, den man auch Feldweg nennen könnte. Einen schnellen spirituellen Weg gibt es nicht. Weil der Mensch muss selber versuchen, nachzukommen. Man bekommt immer von der geistigen Welt eine Vorlage und im täglichen Leben muss man schauen, wie man sich hinentwickeln kann. Man muss schauen, wie man mit den anderen Menschen umgeht. Man muss schauen, wie man mit der Umwelt umgeht.
dann kriegt man von der geistigen Welt wieder eine Vorlage und man hat die Möglichkeit, sich wieder nachzuentwickeln. Man kann nicht über die geistigen Wesen sich hinaus entwickeln, sondern es ist immer ein Geben und ein Nehmen. Und genau das, denke ich, ist ein wichtiger Ansatzpunkt, ein Geben und ein Nehmen. Wir sind auf der einen Seite dazu da, hierher zu kommen, all dieses Schöne zu empfinden und zu fühlen. Und Sie sehen ja hier, diese Fische, wenn sie kommen, sie freuen sich, dass sie mit uns zusammen sind. Und sie kommen dann ganz einfach und ich kann sie streicheln, kann sie aus dem Wasser rausnehmen und sie fühlen sich wohl. Und ich fühle mich mit den Fischen wohl. Es ist ein Teil unserer Natur. Wir vergessen vielleicht manchmal die Natur, aber sie ist unser Lebensraum. Und genau diesen Lebensraum, den sollten wir erhalten. Wir sollten ihn nicht zukleistern mit irgendwelchen großen Straßen, mit vielen Bäumen, mit vielen Gebäuden, sondern wir sollten schauen, dass wir miteinander leben. Dann sind wir in der Harmonie und dann geht es uns auch gut. Das, was ich so erfahre, das ist für meine Arbeit auch wichtig. Ich bekomme den Ausgleich und kriege dann wiederum den Zugriff auf neues Wissen. Und dieses Wissen habe ich versucht, in Holosync 3D darzubringen. Diese Musik, die ich mache, ist die 14. Auflage. 14 Mal habe ich wieder neu angefangen und sie neu entwickelt und bin weitergegangen. Nicht, weil es beim ersten Mal nicht perfekt war. Für den damaligen Zeitpunkt war es perfekt, aus meiner Sicht. Aber ich habe mich weiterentwickelt. Ich habe die erste Serie geschaffen und ich habe von der geistigen Welt wieder neue Erkenntnisse gekriegt. Dann habe ich die zweite Serie gemacht. Dann habe ich die dritte Serie gemacht, weil ich wieder neue Erkenntnisse oder neue Technik zur Verfügung gehabt habe. Ich war, wie gesagt, früher Zahntechniker. Ich war weder Tonmeister noch Computerfachkraft. Ich verstand nichts von Computern. Ich verstand auch nichts von Studios. Aber ich habe zugesehen in den Studios, wie die erste Serie produziert werden sollte. Nach einem halben Jahr war es nicht möglich, das zu machen, was ich mir vorgestellt habe, was ich von der geistigen Welt als Ziel gekriegt habe. Und so bin ich meinen Weg gegangen und zum Schluss war es dann so weit, dass ich mir ein eigenes Studio anschaffen musste, weil es aus der Intuition geschaffen wurde. Und die Tontechniker, nichts gegen die Tontechniker, sie hatten ihre Arbeit, aber ich wollte irgendwas Neues schaffen. Und dieses Neue war dreidimensionale Musik. Die gab es bis dahin noch nicht und die musste erst auf die Welt kommen. Und für mich war es immer so ein Punkt, vor Schwierigkeiten bin ich nie zurückgeschreckt, sondern dort, wo andere vielleicht aufgehört haben, habe ich angefangen. Im Detail war es für mich wichtig, die Detailarbeit in der praktischen Weise zu vervollständigen. Das habe ich ja gelernt in der Zahntechnik und habe gelernt, wie tief man einsteigen konnte. Und hier auf der spirituellen Welt konnte ich tief einsteigen. Es gab keine Grenzen mehr für mich. Es ging immer weiter und immer weiter und immer tiefer. Und ich liebe es, tief zu gehen. Die Leichtigkeit, die habe ich so und so in mir. Aber die Tiefe, die kommt, wenn ich es möchte. Und ich kann es entscheiden, wann ich es möchte. Und so ist es dieser Weg auch bei der geistigen Welt gegangen. Ich konnte das weiterentwickeln und weiterentwickeln. Und die Perfektion, die ich heute erreicht habe, ist für meinen Teil schon sehr, sehr gut. Wenn von 9 Leuten, die auf ein Seminar kommen, 8 Leute Erfolg haben, manchmal alle 9 Leute Erfolg haben, ich glaube, man kann es nicht weiter dann perfektionieren. Ich glaube, es geht zwar noch weiter und ich bin auch darüber hinausgegangen, weil die Leute, die mich vor Jahren mal besucht haben, sind den Weg weitergegangen. Sie haben sich ihr Leben haben sie sich verändert, sie haben sich im Leben verändert, so richtig gesagt. Ihre ganzen Umstände sind anders geworden, sie sind leichter geworden, sie sind luftiger geworden
Und sie konnten sehen, was noch für Möglichkeiten in ihnen stecken. Ihr Rückgrat wurde klar, ihr Selbstbewusstsein kam stärker zum Ausdruck. Und genau das empfinde ich für viele Menschen sehr sinnvoll, weil wir lassen uns von anderen Menschen zu viel aufsagen, in sich selber den Weg entdecken. Das finde ich den Weg. Und so sind sie gegangen und sie haben gesagt, können wir noch weitergehen? Ich wusste es nicht, ich habe es probiert. Ich habe die geistige Welt gefragt und ich habe eine völlig neue Serie noch kreiert. Und diese neue Serie brachte uns nochmal weiter. Und sie sind weitergegangen, ohne dass ich viel sagen musste. Ich habe bloß die Serie kreiert, die Musik kreiert. Sie selber haben den Eindruck gemacht und sie selber haben den Erfahrungen in sich gehabt. Nicht ich habe ihnen die Erfahrung gegeben, sondern sie haben den Zugriff gehabt. Sie waren völlig unabhängig von mir. Sie kannten das Werkzeug. Sie wussten es einzusetzen und sie sind auf die Bewusstseinsreisen gegangen. Und genau so ist es auch in der heutigen Zeit. Ich gehe immer weiter, weil ich immer wieder neue Ideen kriege und neue Sichtweisen bekomme. So ist mein Leben immer noch der Weg, nicht das Ziel. Das Ziel ist, ein interessantes Leben zu erfahren, dass ich hier auf dieser Welt leben durfte und wenn ich mal gehen sollte von dieser Welt, dass ich dann viele Erfahrungen gesammelt habe, dass ich viele Eindrücke gefunden habe, dass ich Ideen umsetzen konnte, die zuerst nur eine Idee war, aber die dann in die Wirklichkeit gekommen sind. Und wie gesagt, ich konnte es mir nicht vorstellen, dass ich außerhalb dieses Körpers reisen konnte, dass mein Bewusstsein, das ja eigentlich die übergeordnete Sichtweise ist, dass es mir Sichtweisen von anderen Welten zeigen konnte, dass ich Eindrücke aus mir selber erfahren konnte, die ich so nicht vorher erfahren konnte. Alles das brachte mich dazu, diesen Weg weiterzugehen und dann auf die Menschen zuzugehen und sie einzuladen, diese Seminare zu machen und zu sehen, was sie für Eindrücke empfinden. Und diese Eindrücke, ich kann es Ihnen sagen, sind nicht mit Geld zu ersetzen. Aber wenn Sie in den Personen, die dort liegen, sehen, wie sie mit strahlenden Augen aus den Reisen zurückkommen, sie brauchen nicht mehr. Sie schauen nur in die Gesichter der Leute und sie sind so innerlich glücklich, dass sie jemand was zeigen konnten, was er vorher noch nicht gehabt hat. Und das ist das schönste Geschenk für mich. Auch wenn es 5 Tage die Seminare dauert, so denke ich, ist in diesen 5 Tagen die schnellste Möglichkeit zu erfahren, einen Eindruck zu finden, ja, den manche in Indien über ihr gesamtes Leben erfahren durften erst. Am Ende ihres Lebens, wenn sie fertig waren, wenn sie 30, 40, 50 Jahre meditiert haben und dann ein Ereignis gehabt haben. Aber ich denke, in der heutigen Zeit bei uns ist es nicht mehr möglich, so lange Zeit sich dazu zu nehmen, weil wir in der Hektik leben. Aber wir können den Zugriff finden, indem wir unseren Weg trotzdem gehen können. Und der Weg ist vielleicht die tiefe Meditation, das ist der eine Weg, vielleicht ist es aber auch die Bewusstseinsreise. Ein anderer Weg, ein technischer Weg, da versuchte ich die östliche Meditationsweise und die westliche Technik zusammenzubringen, um den Weg ein wenig abzukürzen. Trotzdem, nachdem Sie vielleicht das Seminar gemacht haben, trotzdem geht der Weg noch weiter. Er hört nicht auf, wenn Sie das Seminar gemacht haben. Aber Sie können sich den Weg gestalten, so wie Sie möchten. Weil es gibt nur dieses eine Seminar, es gibt kein Folgeseminar, es gibt kein Aufbauseminar. Sie erlernen diese Technik in diesem einen Seminar. Sie legen sich hin, lauschen der Musik und kriegen den Einstieg.
gibt es was Leichteres, einfach Musik zuzuhören und sich treiben zu lassen und in Kontakt zu gehen mit der geistigen Welt und Fragen zu stellen, die mein Leben betreffen, die vielleicht äußere Umstände betreffen, die interessante Themen betreffen, wie ist das Universum aufgebaut, wie ist der Mensch, wie ist die Wissensweise des Menschen. Und all das Wissen, das ich heute habe, kommt aus diesem Bereich. Ich könnte noch mehr erzählen in dieser Weise, was alles möglich ist, aber das würde den Rahmen, glaube ich, sprengen. Und es wäre wieder Theorie. Sie können ja mal reinhören in unsere Musik. Sie können mal lauschen, ob es für Sie interessant klingt. Wenn nicht, haben Sie nur Musik gehört. Wenn Sie es interessant finden, ist der nächste Schritt, sich vielleicht noch diesen Kopfhörer zuzulegen und dann zu sehen, wie Sie darauf reagieren. Und wenn Sie dann immer noch dabei sein möchten und noch mehr erfahren möchten, dann besuchen Sie vielleicht uns auf einem Seminar. Und wir sehen uns dann persönlich und ich versuche Ihnen diesen Weg zu zeigen, wie Sie dann hinterher alleine gehen können. Ja, das waren die Ausführungen für den Moment und ich möchte mich ganz herzlich bei Ihnen bedanken, dass Sie mir zugehört haben und dass Sie meine Worte aufgenommen haben. Danke.